Hey, schön, dass du dich verklickt hast. In diesem Video geht es um die Galaxy Watch 7. Und wie ihr es vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme hört, ich bin noch nicht ganz fit. Deswegen habe ich jetzt den Sportanteil ein bisschen kleiner halten müssen. Aber trotzdem habe ich mir natürlich angeschaut, was die so alles kann, wie gut sie das macht und ob sie euer Geld wert ist. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Fangen wir mal mit dem offensichtlichsten an, dem Display. Also die Uhr gibt es in zwei Größen übrigens, 40 und 44 mm. Das Display ist wirklich richtig klasse. Es gibt einen Rahmen drumherum, der ist meiner Meinung nach aber schön klein. Und es ist halt ein rundes Display. Trotzdem ist alles gut angeordnet und es wird trotz dieses Formfaktors des runden Displays wirklich gut Gebrauch gemacht von diesem Display. Eckige Displays kann man natürlich noch effizienter nutzen, wenn es wirklich um die Darstellung von Text geht. Aber da es ja hier auch um viele visuelle Darstellungen geht, sieht das wirklich richtig klasse aus. Und auch das Saphirglas hier oben drauf fühlt sich immer gut an. Man kann gut damit interagieren, auch wenn es hier keine Krone gibt, die man drehen kann. Ich hatte damit keine Probleme, diese Uhr zu bedienen. Die Samsung Galaxy Watch 7 verfügt natürlich auch über ein Always-On-Display. Und das kann man auch gut ablesen so aus dem Augenwinkel, wenn die Uhr irgendwie mal da liegt und mal kurz schauen möchte, wie spät es ist. Das heißt, man kann immer die Uhr ablesen. Das ist schon mal ganz gut. Allerdings darf es nicht zu hell draußen sein. Ansonsten, wenn ihr den Arm hochnehmt und aufs Display schaut, dann kann es auch richtig schön hell sein, kann die Sonne scheinen. Ihr könnt das Display gut ablesen. Nur nicht dann im Always-On-Display-Modus. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass die Uhr manchmal ein bisschen länger braucht, um vom Always-On-Display-Modus auf volle Helligkeit hochzudrehen. Das, ehrlich gesagt, nervt mich ein kleines bisschen. Manchmal muss man gefühlt so 2 Sekunden warten, bis das dann richtig hell ist. Und das kann bei heller Umgebung tatsächlich ein bisschen stören. Ansonsten, aber alles wird wirklich sehr, sehr brillant hier dargestellt. Und wenn ihr dann mit der Uhr auch nicht sofort interagiert, dann geht dieses hellere Display auch ganz schnell wieder in diesen Always-On-Display-Modus. Das heißt, die Helligkeit wird wieder verringert. Ihr müsstet dann irgendwie das Display antippen oder einen Knopf drücken, damit das Display dann, so wie ihr es eingestellt habt, auch anbleibt. Also ich habe jetzt hier sogar das Maximum genommen, habe gesagt, 1 Minute möchte ich das Ganze haben. Ich muss aber dafür immer erstmal eine Taste drücken, damit das auch 1 Minute anbleibt. Gut, die wenigsten werden jetzt so lange auf die Uhr gucken, aber auch das, wie gesagt, ist nicht ganz optimal gelöst, meiner Meinung nach. Also dieses Always-On-Display ist toll, aber dieses Umschalten von Always-On zu voller Helligkeit und dann wieder zurück, das könnte ein bisschen feingetuned werden. Was bei so einer Uhr natürlich extrem wichtig ist, wie gut eure Daten getrackt werden. Denn solch eine Uhr holt man sich ja meistens auch, wenn man ein bisschen mehr erfahren möchte über den Gesundheitszustand, wie man vielleicht trainieren muss und ähnliches. Hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Sensoren. Die Uhr kann unheimlich viel erfassen und errechnen und so weiter und so fort. Also klar, Schritte, das ist ganz normal. Hier kann natürlich der Puls gemessen werden. Es kann ein EKG gemacht werden. Es kann Blutdruck gemessen werden. Es kann der Blutsauerstoff gemessen werden. Es kann eure Körperzusammensetzung gemessen werden. Da müsst ihr hier auch mit 2 Fingern das Ganze an der Uhr halten. Also man kann hier wirklich sehr, sehr viele Daten von der Uhr erfassen lassen, die dann verarbeitet werden und die ihr dann in der Samsung Health App euch angucken könnt. Also habt ihr wirklich eine riesen Palette an Daten dann zur Verfügung, um euer Training zu optimieren, um zu schauen, wo ihr ein bisschen mehr machen müsst und wo ihr vielleicht schon auf einem guten Weg seid. Also das macht diese Uhr meiner Meinung nach besser als die meisten Smartwatches da draußen. Also speziell, wenn es um diese richtigen Smartwatches geht, die ein Wear OS oder iOS drauf haben. Also iOS ist ja dann die Apple Watch. Bei Wear OS gibt es eine gewisse Auswahl. Aber bei Wear OS ist meiner Meinung nach das, was Samsung hier macht, wirklich überzeugend. Es gibt natürlich auch noch so richtige Fitnessuhren, Garmin ist da ganz klar vorne und die können natürlich auch sehr, sehr viel erfassen. Aber trotz alledem, was Samsung in dieses kleine Paket hier gepackt hat an Sensoren und was ihr damit auswerten könnt, ist wirklich beeindruckend. Aber da muss man ganz klar sagen, dass man natürlich auch ein Samsung-Smartphone braucht, um alle diese Funktionen nutzen zu können. Also habt ihr ein anderes Android-Smartphone, könnt ihr viele Funktionen nutzen, aber eben nicht alle Gesundheitsdaten können dann erfasst werden. Das solltet ihr auch wissen. Das heißt, die Samsung Galaxy Watch 7 ist natürlich optimal, auch mit einem Samsung-Smartphone zu benutzen. Und was natürlich dann auch dazu gehört, wenn man schon so viele Daten erfassen kann, ist, dass hier die Trainings dementsprechend erfasst werden. Und ich muss sagen, das automatische Starten von Trainings hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich funktioniert das nicht für alle Sportarten gut, aber wenn man jetzt geht, joggt, so die Standardsportarten, Radfahren, das funktioniert hier wirklich sehr, sehr gut. Das wird automatisch gestartet, wird gut erfasst, wird auch automatisch beendet. Also kann man bestimmte Sachen, muss man nicht immer aktiv an der Uhr aktivieren. Wenn man jetzt einfach nur so einen längeren Spaziergang macht oder ähnliches, dann muss man da nicht dran denken und trotzdem wird es erfasst. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Auch sonst kann man hier wirklich sehr, sehr viele Sportarten erfassen lassen. Über 90 Sportarten kann man hiermit erfassen. Und dann je nach Sportart natürlich, einige sind besser zu erfassen, andere nicht so gut. Müsst immer daran denken, ihr habt es am Handgelenk.
wenn ihr jetzt nicht viel mit dem Arm macht bei dem Sport, dann ist es natürlich schwieriger für die Uhr, das dementsprechend zu erfassen. Neben diesem normalen Erfassen von Trainings, was ja selbst sehr, 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 sehr günstige Fitness-Tracker wirklich zuverlässig machen, könnt ihr euch hier auch coachen lassen. Also, dann auch wieder in Verbindung mit einem Samsung-Smartphone, könnt ihr euch durch bestimmte Trainings coachen lassen, um zu schauen, dass ihr im optimalen Bereich seid, je nachdem, was ihr auch für Ziele gesteckt habt, wenn es um Fettverbrennung geht oder allgemeinen Ausdaueraufbau und ähnliches. Könnt euch in bestimmten Sportarten hier Coaches durch dieses Training führen und euch so noch gezielter an eure Ziele bringen. Und ich habe es ja auch schon erwähnt, mir geht es ja hier darum, dass es auch eine richtige Smartwatch ist. Nicht nur ein Fitness-Tracker oder eine Uhr, die speziell halt für Trainings gedacht ist, sondern es ist eine Smartwatch. Sie kann extrem viel erfassen an Daten, das ist klasse, aber es ist halt auch eine Uhr mit Wear OS drauf. Das heißt, ihr habt hier von Android Wear OS drauf und habt somit auch alle verfügbaren Apps, die es für Smartwatches gibt, dann hier zur Verfügung, was im Play Store heruntergeladen werden kann. Das heißt, ihr könnt euch hier mit Google Maps super navigieren lassen. Das funktioniert. Ihr habt hier WhatsApp drauf. Das, was es auf der Apple Watch mittlerweile nicht mehr gibt, da gab es mal eine WhatsApp-App. Ihr könnt hier also auch WhatsApp-Nachrichten mit beantworten. Und auch insgesamt könnt ihr hiermit wirklich schon viel machen, wenn es darum geht, mit eurer Umwelt zu interagieren, ohne euer Smartphone nutzen zu müssen. Es gibt hier natürlich dann auch so Funktionen, dass ihr mit bestimmten Gesten ein Foto machen könnt. Ihr könnt auch ein Training starten, indem ihr eine bestimmte Bewegung macht mit dem Arm. Das ist manchmal ein bisschen fummelig und funktioniert wiederum auch nur, wenn ihr ein Samsung-Smartphone habt. Aber ihr könnt hiermit wirklich viel machen. Also die Software ist wirklich klasse. Wear OS hat sich viel, viel weiterentwickelt über die letzten Jahre und ihr habt hier eine Riesenauswahl. Samsung hat eigene Apps hier drauf, die das Ganze nochmal komplementieren und ihr habt wirklich eine Riesenauswahl an Optionen und könnt erstaunlich viel mit dieser kleinen Uhr machen. Ich benutze das natürlich primär, um mal mit Nachrichten zu interagieren. Google Maps ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich das hier nutzen kann und natürlich ganz einfach Trainings erfassen. Es gibt ja noch Sonderfunktionen, so könnt ihr hier auch Samsung Pay benutzen, ihr könnt Find My Phone mit nutzen, das heißt, ihr könnt euer Telefon klingeln lassen von der Uhr aus. Die Uhr hat man ja meistens am Handgelenk, das ist ganz praktisch, das Handy hat man irgendwo hingelegt, so findet man schneller. Ihr könnt speziell, wenn ihr Samsung SmartThings nutzt, hiermit auch eure Smart Home Geräte sehr komfortabel steuern. Und ihr habt hier in der Uhr auch Notfallerkennung. Also wenn ihr zum Beispiel stürzt, wird das erkannt. Ihr könnt von hier aus den Notruf anrufen, dafür braucht ihr allerdings die LTE-Variante der Uhr. Und dann habt ihr hier wirklich schon ein riesen Portfolio an Funktionen, die mit dieser Uhr verfügbar sind. Etwas, was mir bisher mit noch keiner Smartwatch passiert ist, dass ich tatsächlich Komplimente zum Aussehen der Uhr bekommen habe. Persönlich bin ich jetzt gar nicht so ein riesen Fan von diesem Design. Es ist schlicht, es ist jetzt meiner Meinung nach nichts Besonderes. Also das erste Mal, dass mir gesagt wurde, oh, die sieht richtig sportlich und schick aus. Also eine Kombination aus sportlichem Armband hier und einer recht edlen Uhr. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, welches Watchface ihr hier nutzt. Ihr habt natürlich da auch eine riesen Auswahl. Ich mag immer, wenn da möglichst viele Informationen drauf sind, dass ich ganz, ganz viel abrufen kann. Man kann natürlich auch die Komplikationen immer antippen, um noch mehr Informationen zu erhalten. Aber, wie gesagt, diese Uhr hat das erste Mal für die Smartwatches, die ich bisher getestet habe, ein Kompliment bekommen, dass sie richtig gut aussieht. Was die Akkulaufzeit angeht, habe ich gar nicht so extrem viel erwartet, denn ich benutze meistens tatsächlich eine Apple Watch in meinem normalen Alltag, war aber hier wirklich begeistert von. Ich weiß, einige werden sagen, ah, da geht noch viel mehr. Aber wenn man eine vollständige Wear OS Smartwatch haben möchte, mit all diesen Funktionen, einem Full Display, was auch eine Always-On-Funktion hat, aber auch im Always-On-Modus wirklich noch viel anzeigt, sind so über 30 Stunden ein guter Wert, meiner Meinung nach. Es ist wirklich so, ich bin morgens aufgestanden, habe es den ganzen Tag getragen, konnte es die nächste Nacht tragen und noch den Folgetag fast komplett. Und dann erst am Ende des zweiten Tages sozusagen musste ich die Uhr wieder aufladen. Also das ist für mich persönlich eine gute Akkulaufzeit für eine Smartwatch. Das heißt, ich kann auch mal über ein Wochenende kommen, von Samstag bis Sonntagabend. Und das reicht mir persönlich. Wenn ihr mehr braucht, müsst ihr eventuell eine Uhr nehmen, die halt entweder weniger Funktionen habt oder hier halt von vornherein gleich in den Batteriesparmodus gehen, dann bekommt ihr natürlich auch hier nochmal mehr raus. Das Aufladen geht auch erstaunlich schnell. Ich habe jetzt keine konkreten Werte, da ich die Uhr immer nur einfach zwischendurch ein bisschen aufgeladen habe. Aber das geht wirklich ratzfatz und dann hat man wirklich die Uhr wieder aufgeladen und kann sie wieder nutzen. Also was Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit angeht, bin ich total zufrieden. Ihr bekommt die Uhr laut UVP ab 289 Euro. Je nachdem, was ihr für eine Variante nehmt, geht dann auch nochmal ein bisschen der Preis nach oben. Also das wäre jetzt die kleine Variante mit nur Wi-Fi.
Aber auch bei Samsung ist das ja nicht ungewöhnlich, sind hier die Preise mittlerweile gefallen. Die Uhr ist jetzt schon ein kleines bisschen auf dem Markt und ihr könnt das Ganze schon für ca. 50 Euro weniger bekommen. Das heißt, ihr fangt bei den Preisen so um die 240 Euro an. Und wenn es bestimmte Aktionen gibt, dann bekommt ihr die Uhren vielleicht auch nochmal einen Ticken günstiger. Das ist jetzt nicht super billig, aber wenn man es mit anderen Smartwatches vergleicht, die einen ähnlichen Funktionsumfang haben, dann ist das wirklich ein vernünftiger Preis. Und ich muss sagen, für all diejenigen, die eine Smartwatch haben wollen und ein Samsung-Smartphone bereits haben, kann ich die Samsung Galaxy Smartwatch absolut empfehlen. Das ist die beste Kombination, die man haben kann. Der Preis ist, finde ich, durchaus noch in Ordnung. Und man bekommt wirklich eine richtig, richtig smarte Watch. Weil viele von den Smartwatches da draußen, die können immer ein bisschen Fitness tracken, die können eure Benachrichtigungen anzeigen lassen, aber hiermit könnt ihr wirklich alles Mögliche machen. Und das Erfassen der Gesundheitsdaten ist hier wirklich sehr, sehr umfangreich. Und wenn ihr viel über euren Körper wissen wollt, wenn ihr euer Training gut steuern möchtet, dann ist so eine Smartwatch absolut wert. Und jetzt würde mich interessieren, was für euch wichtig ist bei einer Smartwatch. Schreibt es mal unten in die Kommentare, dann können wir uns mal ein bisschen austauschen. Auf dem Weg zu den Kommentaren seid so lieb, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr euch beim nächsten Mal wieder verklickt. Vielen Dank für dieses Verklicken und bis zum nächsten Mal.